Hallöchen, ihr Lieben! Herzlich willkommen! Oh mein Gott, die Linse sauer. Nicht sauber. Hallöchen, meine Lieben! Herzlich willkommen zu einem neuen Tag. Heute mache ich den Utopia-Tag. Ich habe den jetzt schon ein paar Mal gesehen. Nein, eigentlich habe ich ihn nur einmal gesehen. Nur einmal angeschaut. Gesehen habe ich ihn schon ein paar Mal, aber angeguckt habe ich ihn eigentlich nur beim Herrn Michael Buchinger. Herz für dich übrigens an dieser Stelle, falls du es siehst. Dachte mir, das ist eigentlich echt eine coole Idee und ich mache das einfach mal. Utopia ist ja auf Sat.1 diese Serie mit Neuanfang und so weiter. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht angeguckt, weil ich allgemein wenig Fernsehen gucke. Eigentlich gar nicht. Ich schaue wirklich nicht wirklich was an, deshalb schaue ich kein Fernsehen. Aber ich finde das Konzept sehr interessant. Schaut ihr das Ganze? Falls ja, schreibt es in die Kommentare. Frage Nummer 1. Was würdest du anders machen, wenn du nochmal von vorne anfangen könntest? Ganz große Dinge will ich gar nicht machen, weil ich will eigentlich so sein, wie ich bin. Ich wäre ja ein komplett anderer Mensch, wenn ich gewisse Fehler nicht machen würde. Einen Punkt würde ich allerdings wirklich vielleicht anders machen. Ich habe mich als Kind geweigert, Skifahren zu lernen. Ich würde echt gerne mittlerweile Skifahren lernen, weil als Kind hat man ein bisschen weniger Angst und Hemmschwelle. Deshalb würde ich Skifahren lernen. Frage Nummer 2. Neustart. Ab morgen beginnst du ein neues Leben. Was würdest du heute tun? Ich würde vermutlich versuchen, mit all meinen liebsten Menschen Zeit zu verbringen. Das heißt, mit meinen Freunden und mit meiner Familie. Und natürlich meiner Katze. Frage Nummer 3. Welche Fähigkeit würdest du erlernen, wenn du wüsstest, dass du von vorne beginnen musst? Geht es jetzt um Fähigkeit mit von wegen eine andere Sprache oder so von wegen Apokalypse-mäßig, dass man sich durchschlagen muss. Wenn es um Fähigkeiten geht, mit von wegen von vorne anfangen, würde ich vielleicht einen anderen Zweig früher in der Schule nehmen. Ich hatte früher in der Realschule hatte ich den kaufmännischen Zweig genommen. Ich hätte vermutlich den Kunstzweig gewählt. Fähigkeiten, wenn ich sage Zombie-Apokalypse, dann würde ich wahrscheinlich versuchen, fitter zu sein. Ich würde sehr auf Kraftausdauer gehen, dass man halt einfach athletischer und sportlicher ist, weil ich glaube, in der Zombie-Apokalypse ist es wichtig. Frage Nummer 4. Wenn du die Macht hättest, was wäre dein erstes Gesetz? Mir fällt jetzt kein Gesetz ein, das ich haben möchte, aber ich würde die Todesstrafe abschaffen. Frage Nummer 5. Wenn du nur noch 50 Euro hättest, was würdest du kaufen? Ich würde, wenn es jetzt auch um Neuanfang und Zombie-Apokalypse oder sowas geht, dann würde ich für das Geld ganz viele Konservendosen da kaufen und vielleicht noch Verbandszeug. Ja, sowas. Frage Nummer 6. Was würdest du der Person neben dir sagen, wenn du sie ein Jahr lang nicht mehr sehen würdest? Hier ist keine Person. Keiner ist da. Ich würde mich halt von meinen liebsten Menschen verabschieden und sagen, dass ich sie lieb habe. Frage Nummer 7. Wie würdest du leben, wenn du Geld keine Rolle spielen würde? Also das Erste, was ich machen würde, spontan verreisen würde. Einfach nicht so voll lang und so, aber ich würde von jetzt auf gleich, würde ich einfach einen Städtetrip machen. Welche drei Dinge würdest du in eine neue Welt mitnehmen? Dinge. Menschen nicht. Ich würde lieber Menschen, aber Dinge. Ich würde so einen richtigen Schutzbunker mitnehmen. Dann würde ich so ein richtiges Armeefahrzeug mitnehmen. Und eine Tankstelle mit unendlich viel Benzin. Frage Nummer 9. Wenn du dir eine perfekte Gesellschaft bauen könntest, was würde es dort auf keinen Fall geben? Es würde kein Starbucks geben. Frage Nummer 10. Was hast du heute schon Gutes getan? Ich habe heute noch nicht so viel getan. Ich habe heute schon aufgenommen, aber ich habe jetzt heute noch nicht so viel mit Menschen interagiert, sodass ich hätte was Gutes machen können. Frage Nummer 11. Was unterscheidet dich von anderen? Ich bin das kleine Ich bin ich. Frage Nummer 12. Was muss ich ändern, damit dein Leben perfekt ist? Vielleicht die Möglichkeit, dass ich meine, die Menschen, die ich gerne sehen würde, dass ich die gerne öfter so oft sehen kann, wie ich möchte. Dass ich die immer sehen kann, wie ich möchte und wann ich will. Dass die Möglichkeit einfach wirklich immer da ist. Frage Nummer 13. Wenn du die Chance hättest, etwas zu tun, worauf du dein Leben lang stolz wärst, was wäre es? Ja, stolz ist so eine Sache, wo man vielleicht gerne dran denkt. Ich würde gerne mal ein Jahr im Ausland verbringen. Frage Nummer 14. Was sollte jedem Menschen zustehen? Bildung, ein Dach über dem Kopf, Nahrung, seine eigene Religion und Sexualität ausleben können. Sich einfach individuell entfalten können. Frage Nummer 15. Worauf könntest du ein Jahr lang nicht verzichten? Auf meine Menschen.
Da ich manche Menschen nicht so oft sehe, könnte ich auch nicht auf bestimmte Medien verzichten, das heißt auf mein PC oder mein Handy, weil anders habe ich ja nicht so manchmal die Möglichkeit, sie zu sehen. So, ihr Lieben, das war's mit dem Newtopia-Tag. Schreibt doch in die Kommentare, was ihr so machen würdet oder nicht könntet. Was würdet ihr anders machen, wenn ihr nochmal neu beginnen könnt? Schreibt's doch mal in die Kommentare, das würde mich wirklich sehr interessieren. Hat euch das Ganze Spaß gemacht? Ich hoffe doch. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüdelü!